Willkommen bei Sägebob. Ich laufe gerade Richtung Werkstatt durch den Wald und hört mal, die Vögel zwitschern. Es ist herrliches Aprilwetter. Das bedeutet, mal scheint die Sonne, mal regnet es. Die Temperaturen sind noch nicht allzu warm, aber kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Lauft ruhig mal während dieser Jahreszeit durch den Wald. Da gibt es viel zu entdecken und ihr könnt den Wald auch in Ruhe genießen. Allerdings geht es heute nicht um das Thema Wald, was ich aber sehr interessant finde. Und wenn ihr das wollt, dann mache ich darüber gerne mal ein paar Videos. Schreibt es unten einfach mal in die Kommentare rein, ob ich das machen soll oder nicht. Heute geht es aber vielmehr um die Frage, soll man seine eigene Kettensäge an andere Leute verleihen, wenn die danach fragen? Und ich sehe gerade, hier ist ein Baum umgekippt. Hierbei handelt es sich um eine Kiefer. Da muss ich jetzt drüber wegklettern. Ist gut für meine Fitness. Und dann sehen wir uns gleich in der Werkstatt wieder. So, angekommen in der Werkstatt und sicherlich wird sich der eine oder andere jetzt fragen, was gibt es da großartig zu besprechen? Natürlich, wenn man jemandem helfen kann, dann macht man das sehr gerne. Ja, dieser Meinung bin ich auch, aber es kann auch Nachteile mit sich ziehen, wenn man da nicht aufpasst. Und gerade bei einer Kettensäge sollte man etwas vorsichtig sein. Und ich habe hier gerade keine Pilze aus dem Wald gesammelt, sondern etwas Anfeuerholz geholt, denn ich will mal kurz den Kaminofen anmachen. Und welche Nachteile das sind, dazu komme ich gleich. Erstmal mache ich den Ofen an. Und diese Nachteile haben eigentlich ja nur Nachteile für euch im schlimmsten Fall. So, ihr seht, der Kaminofen brennt und allmählich wird es hier drin auch warm. Und wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, das sind meine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen, die ich über all die Jahre gemacht habe. Und ausschlaggebend für das Video war eine Geschichte von Gartenbob, an die ich mich vor kurzem zurückerinnert habe. Und zwar hat dieser, es müsste 20 Jahre her sein oder sogar noch mehr, mal selbst eine Kettensäge verliehen. Ich glaube, das war sogar eine McCulloch damals, eine Benzinkettensäge. Hat sich nichts bei gedacht, hat die verliehen. Derjenige hat sich gefreut, hat die auch über ein, zwei Tage benutzt. Ich dachte, das waren Obstbäume, die derjenige fällen wollte. So, brachte die auch wieder zurück. Gartenbob hat sich nichts bei gedacht. Einen Tag später schaute er sich diese Kettensäge doch nochmal an. Und was hat er festgestellt? Das gesamte Schwert war verbogen und die Sägekette selbst war richtig schon runtergeschliffen. Und so fielen mir nach und nach von immer mehr Leuten Geschichten ein, die mir darüber berichtet hatten, dass sie es gut meinten, hilfsbereit waren, ihre Kettensäge derjenigen Person gaben. So, dann bekamen sie die Kettensäge zurück und dann war sie auf einmal beschädigt. Und dementsprechend blieben die Leute auf ihren Schaden sitzen, mussten dann selber Geld und Zeit investieren, um die Kettensäge wieder auf Vordermann zu bekommen. Und daran solltet ihr vielleicht immer denken, wenn ihr auch gerade gefragt werdet, ob ihr mal eure Kettensäge ausleihen könnt. Wie mache ich es? Auch ich habe schon die eine oder andere Kettensäge verliehen, aber ausschließlich an Personen, wo ich wusste, dass diese mit einer Kettensäge auch umgehen können und dass sie einen gewissen Respekt vor der Maschine haben, beziehungsweise Achtsamkeit. Damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht mit dieser Vorgehensweise. Die Kettensägen kamen immer ordnungsgemäß zurück, waren nicht beschädigt. Besser kann es nicht laufen. Daran könnt ihr euch immer so ein bisschen orientieren. Da habe ich aber noch einen weiteren Tipp. Überlegt euch, hat die Person überhaupt schon mal eine Kettensäge in der Hand gehabt? Ich sehe das immer so oft, dass ich gerade Hobbygärtner eine Kettensäge kaufen, weil sie 2 bis 3 Obstbäume fällen wollen. So, der erste Baum fällt, alles in Ordnung. Der zweite Baum fällt und beim dritten auf einmal passiert irgendwas und das Schwert klemmt ein. So, anstatt eine Lösung zu finden, wie man das Schwert wieder rausbekommt, wird dann eins gemacht. Ich nehme jetzt mal die Elektrokettensäge. Stellt euch vor, das Schwert klemmt jetzt im Stamm. Es wird dann mit Gewalt versucht, mit solch einer Bewegung die Kettensäge rauszuziehen. Was passiert? Irgendwann verbiegt sich das Schwert. Und kennt ihr die Person sehr gut und seid euch dennoch unsicher, dann könnt ihr euch auch anbieten, selber die Sägearbeiten durchzuführen, denn ihr kennt eure Kettensäge immer noch am besten und wisst auch, wie man damit umgeht. Und die Person kann euch damals einen netten Grillabend einladen oder auf eine Tasse Kaffee, irgendwas wird euch da einfallen. Das ist immer noch besser, als wenn dann die Kettensäge beschädigt zurückkommt und eventuell dann die Freundschaft oder was auch immer zerbricht. Aber ich habe auch schon von Geschichten gehört, dort hat die Person, die die Säge verliehen hat, nur darum gebeten, hier, ich gebe dir die Kettensäge, aber fahr immer mit dem Gemisch, was ich dir sage. Also meinetwegen 1 zu 40 oder 1 zu 50 oder nur mit Sonderkraftstoff. Und was hat die Person gemacht, die sich die Kettensäge geliehen hatte? Sie hat den Restinhalt der Säge leer gefahren, wusste da nicht weiter, weil sie eben dementsprechend von der Kettensäge keine Ahnung hatte. So ist zur Tankstelle gefahren mit dem Kanister, hat rein Kraftstoff getankt, damit natürlich dann auch die Kettensäge betankt. Gestartet, hat eine Weile gesägt und was ist passiert? Es ist ein Motorschaden draus entstanden. Warum die Leute so mit den Geräten umgehen, das weiß ich nicht. Aber ich kann es nur vermuten, vielleicht liegt es daran am fehlenden Wissen. Da hätte es vielleicht aber schon gereicht, sich mal die Gebrauchsanweisung der Hersteller durchzulesen. Da stehen ja bereits viele Tipps zum Umgang drin. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich der Punkt,
es ist ja nicht die eigene Kettensäge. Sie mussten also nicht ihr eigenes Geld investieren, um die Kettensäge zu erhalten, sondern sie haben sie mitunter sogar kostenlos bekommen, um sie dann nutzen zu können. Und dann entwickelt sich vielleicht der Punkt daraus, sich keine Gedanken darüber zu machen, ob die Kettensäge womöglich verschleißt, ja, oder ob ein Schaden entsteht, denn man bringt die ja wieder zurück und dann hat man seine Sägearbeiten erledigt und muss sich um nichts mehr kümmern. Ja, vielleicht liegt es auch am Namen, wenn da die Person sich gerade eine Kettensäge von Stihl ausleiht, von Husqvarna, von Echo, von Dolmer, von Solo. Ja, hier habe ich unter anderem gerade eine Husqvarna und eine Solo-Kettensäge. Und dann denkt die sich, ach, das ist ein Markenhersteller und die kann ich jetzt dementsprechend herannehmen. Ja, die müssen das abkönnen. Ja, aber ich kann auch eine Kettensäge von Stihl für 1800 Euro nehmen und bei unsachgemäßer Anwendung diese innerhalb von 30 Minuten zerstören. Das liegt dann aber nicht an der Kettensäge oder dem Hersteller, sondern einzig und allein an demjenigen, der sie bedient. So, mein kleines Fazit zu dieser Frage. Also ich bin der Meinung, aus meinen jahrelangen Erfahrungen und Beobachtungen, dass es immer von der Person abhängig ist, die fragt. Weiß ich, dass dieser sachgemäß mit der Säge umgehen wird und dass die Kettensäge auch vollständig zurückkommt, dann steht ihm sicherlich nichts im Wege, meine Kettensäge zu verleihen. Aber das muss letztendlich jeder von euch selber entscheiden. Dann würde es mich mal sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr vielleicht schon gemacht habt oder welche Meinung ihr seid. Schreibt das mal ruhig unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann gibt es ja für die Person, die fragt, immer noch die Möglichkeit, im nächsten Baumarkt eine Kettensäge zu mieten. Das bieten ja inzwischen sehr viele Baumärkte an, aber es gibt auch spezielle Anbieter, die sich darauf fokussiert haben. Da gibt es Stundentarife, Tagestarife, Wochenendtarife. Da lohnt es sich dann mal reinzuschauen. So teuer ist das Ganze dann auch gar nicht. Und mitunter kann man da auch die Schutzkleidung mieten und der Kraftstoff wird auch gleich angeboten. Und da seid ihr dann zumindest auf der sicheren Seite. Und ich werde jetzt hier meine Werkbank weiter aufräumen. Hier repariere ich gerade noch meine Dolmer PS32. Die hat gerade keinen Zündfunken. Dann hoffe ich, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.